Moin Moin, guten Abend und hallo zu Dungeon und Technotron. Eine weitere Folge hier an diesem wunderschönen Montagabend. Ja, hallo never2k.de und hallo Petit Dreams. Schön, dass ihr hier seid. Geht auch gleich weiter mit Fatal Frame oder halt Project Zero. Ja. Bin ja mal gespannt. Ich hab, wie ich mich da jetzt weiter so mache. Ist ja, wie gesagt, immer noch absolut nicht meine Art von Spiel. Aber schauen wir doch mal. Second Night. Er hat ja Ende letzten Stream hatte ich ja das Problem, dass mir ja die Bilder von meiner Kamera ausgegangen sind. Und deswegen bin ich jetzt auch einfach mal so dreist und hab halt ein Feed angemacht, der mir halt einfach unendlich von jedem Film gibt, weil ich bin auch so schlecht genug in dem Spiel, dass ich trotzdem noch meine Schwierigkeiten haben werde. Also ist das jetzt halt ein wie man merkt, bin ich halt
hier sonst noch was am Blinken? Nein, hier. Ist das eine Tür oder? Ich bin noch dabei, das Wind durchgegangen. Dann schauen wir doch mal, wo wir das nächste sehen müssen. Das ist echt schnell. Immer. Aber vermutlich sagt mir die Geschichte, dass ich in die Richtung muss. Merkt ihr schon, das meine ich damit, dass ich schlecht in dem Spiel bin. Nein! Dann bringe ich halt um, dann lade ich den Spiel halt nochmal. Ja, genau. Genau das, Jungwolle. Hallo? Hallo? Buch aufnehmen. Hier blinkt aufnehmen. Echt verdammt schnell. So, ich einmal nochmal hier einen Speicherstand an. Da ist ein Speicher. So. Genau, yay, ich hab's geschafft. Dann noch mal eben schnell ein. Boah, noch mal ein Spiel schon angelegt. War nicht was. Ein Stone Mirror. Ah, oh, der war was schon. Okay.
seems to be locked. Jetzt sind wirklich wieder noch im Storm mehreren. Wo auch immer jetzt der Talisman herkommt, weil durch die Tür bin ich doch schon mal durch. Okay, jetzt verteilen sie auch hier aber ziemlich viel Film, aber... Ich noch mal einen Speicherpunkt an, bevor ich jetzt hier durch die Tür gehe. Ich bin lieber vorsichtig.
noch gleich im Kopf. Bei 669, 1312. Das Nummernschloss geändert? Aber nicht nur, dass sie das Schloss geändert haben, die haben auch den verwitterten Text, der kaum lesbar ist, unter dem Schild geändert. Hier ist die Übersetzung für die Nummern.
Okay. Also fehlt mir hier scheinbar irgendwie noch Informationen. In den Daten, die ich habe, steht denn schon mal nichts drin. Ey! Spoiler mich doch nicht! Ich habe scheinbar irgendwo eine Notiz übersehen, wo das drinstehen muss. Ich wüsste jetzt nicht wo, aber... Die ist ja schon okay. Ich gehe trotzdem mal schauen, ob ich die Notiz irgendwo finde. So, ups, ah, nicht wieder runtergehen. War hier oben noch nicht fertig. Weiß, was sich noch alles so geändert hat. Nein, die ist immer noch zu. Geister, die stillhalten, sind mir übrigens immer noch die liebsten. Gar nicht, weiß. Ah, Box of Film. Da liegt auch was. Ein Spirit Stone.
Horizont, nehme ich an. Nein. Ja, das ist ja auch super, weil als ich jetzt zuletzt war, war ja eine unsichtbare Wand. Dann gehe ich normalerweise doch auch davon aus, dass die unsichtbare Wand weiter ist. Ja, die Glühwürmchen hier sind auch sehr irritierend, weil sie da auch so viele Items liegen. Ja gut, dass irgendwelche Blutflecken verschwinden, ist jetzt ja, ich meine, ne, das ist ja in einem mystischen, aber normalerweise, wenn halt, wenn die halt irgendwie mit zeigen, hier geht irgendwie nicht lang, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, ne, und dann geht es später doch lang, das ist halt... Kann man machen, ist aber halt irgendwie schlechtes Game Design. Finde ich. Ganz persönlich. Die hätte ich eh nicht. Selbst wenn ich die Fotokamera auch rausgeholt hätte, hätte ich die aus dem Winkel jetzt eh nicht mehr fotografieren können. Jumpscare-Geister hatten wir auch schon mehrere. Blind Demon Ritual. Ah! Guck mal, da ist es! 2611. Tada, gefunden. So, jetzt habe ich das Datum. Hey. Ach, wo wir gerade hier sind, dann können wir nochmal speichern.
Tada! Auch schön, jetzt kann ich die Deckel öffnen. Als ich das in der ersten Nacht probiert habe, meinte sie, sie ist zu schwach, um den zu bewegen. Auch noch mal speichern, weil man kann gar nicht oft genug speichern. Könnte mal schauen, ob ich genug Punkte habe, um eine der Kameraoptionen freizuschalten. Ja, ich kann das Push Goes Back freischalten.
Hier ist aber immer noch eine unsichtbare Wand, wo ich nicht weiterkomme. Gut. Ah, die Tür haben sie nicht wieder abgeschlossen. Gut. Überall am Wabern, aber ich krieg kein Loch. Ist doch gerade da. Ach. Ist ein Geist. Nein. Scheiße. Das Pushback irgendwie so besonders doll scheint das Pushback nicht zu funktionieren. Entweder verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Okay, doll hat das den Geist jetzt nicht weggepusht. Ja, gibt Punkte. Der hilfreiche Geister, Dankeschön. Das können die selber gerne sein lassen. Außerdem sitzt doch ihre Frisur dank drei Geistertaft. Jetzt zwei von diesen Pömpeln-Dingern, aber ich weiß nicht so richtig, was ich mit denen machen soll.
Ja, glaube ich auch. Ich weiß jetzt nur nicht, habe ich jetzt schon genug davon? Wo finde ich noch mehr? Ja, dann muss ich mal schauen. Macht ja Sinn, weil der letzte, was ich hatte, ging auch in so ein Ding rein. Also das. Ja, die kommt echt oft. Aber nuss. Gehen wir mal wieder zurück im Haus, schauen, ob wir noch irgendwo weitere Stöpsel finden, die jetzt rumliegen. Aber wo ich hier bin, kann ich nochmal speichern. Nicht was. Mach Box auf Film. Okay. Na dann. Ich habe eigentlich so viele Optionen. Vielleicht kann ich jetzt ja durch die Wand laufen. Oder muss ich in den Brunnen rein? Das kann ja mal schauen, ob ich halt jetzt in den Brunnen, den ich gerade geöffnet habe, ob ich da jetzt rein kann. Ich schau mal. Alles immer mal ausprobieren.
Der ist immer noch abgeschlossen. Jo. Brauche ich, okay. Nein. Aber immerhin mal ein anderer Geist. Uiuiuiui. Einfach ignorieren den Geist. Wo ist eigentlich die Platte hin, die ich gerade bewegt habe? Die müsste hier eigentlich liegen. Nee.
Total die Immersionsbruch. Unspielbar das Spiel. Kamera kaputt. Doch sonst grün, das blau das Licht. Kann ich auch gar nicht speichern. Faszinierend. Nein, war sie nicht. Wenn der Geist nicht kommt, dann gehe ich halt. Ja, vielleicht. Thank you.
Dich, Domnos. Insufficient. Achso, 6000. Richtig lesen, Sebastian. Das, hier geht's jetzt nicht weiter. Sagen wir meine Fotos. Sind auch keine wirkliche Hilfe.
Ja, aber wie komme ich denn da oben? Ich war ja oben. Das kann natürlich sein, aber dann weiß ich immer noch nicht, wie ich da oben hinkommen soll, weil. Oder es hat sich jetzt, keine Ahnung, in den letzten. Das gibt ja meistens so die Richtung an. Ich meine, wenn da irgendwelche Geister sehe, aber. Aber ich wüsste jetzt halt auch nicht richtig, wie. Na klar, ich kann natürlich gucken, ob es jetzt da oben, aber ich habe eigentlich. Ich habe ja keine wirklichen Hinweise drauf, dass jetzt eine der verschlossenen Türen da oben sich jetzt. Ob ich da jetzt durchkomme. Im Schüttraum? Und hier ist die einzige Treppe, die nach oben geht. Aber hier hatte ich jetzt ja alles. Da ist keine Tür. In dem Raum ist keine andere Tür, nur die, wo ich rein und raus gehe. Und das hier ist der einzige, wo es nach oben geht. Und hier sind beide Türen verschlossen. Hier ist die eine Tür und die andere ist vernagelt. Und ich habe keine Information, dass die irgendwas. Hä? Ich habe da keine Tür gesehen. Nur die bin ich rein und raus. Hätte ich da eine Tür gesehen, hätte ich natürlich versucht, mit der was zu machen. Oh, teilweise so nervig, dass sie sich einfach irgendwie umdreht oder irgendwas macht, während du dann. Du drückst in eine Richtung, die Treppe runter und dann dreht sie sich um und geht die Treppe wieder rauf. Obwohl ich die ganze Zeit einfach nur. Obwohl sich die Kamera nicht ändert, ich die ganze Zeit nur in dieselbe Richtung drücke. Das ist echt so nervig teilweise, wie die sich bewegt. Sollen da. Wollen da eine andere Tür sein in dem Raum? Und ist keine andere Tür. Doch, okay, hier doch jetzt. Ah. Hättest du das jetzt nicht gesagt, dass hier was sein muss? Hätte ich das nie gefunden. Wüsste, was ich hier mache, wäre das auch.
Aha. Das sieht so aus, weil überall an vorher an den Wänden waren auch irgendwelche Markierungen und so. Das sah so aus wie einfach eine normale Wand. Ich mach mal einen. Hab schon lange nicht mehr ein Safe State mehr gemacht. Noch Kreis, gut. Wo ist denn jetzt mein Uki? Das ist gerade das Voice-Kontrolle von meinem, also das mein Handy hat gerade Audio-Assistent, also den Assistenten gestartet, auch ein wenig. Der teilweise verdenkt, was er hört.
aus wie ein Altar. Warum kann ich das mehrfach fotografieren? Aber das wäre so tief, aber... Da liegt was. Ich brauche also irgendeine Maske. Also wieder zurück und in den Raum und die... In die Leiter. Ach, da ist die Leiter. Ja, vielleicht sind das Nein, das Feuerzeug habe ich noch. Also. Müsste ich noch haben, ich glaube. Oder nicht? Keine Ahnung, vielleicht war das... Bin ich auch noch überzeugt davon, dass sie das Feuerzeug noch hat, aber gut, war nicht.
Ja, das zweite Mal, dass ich dieselben Informationen jetzt doppelt bekommen habe. Die immer wieder an. Solche Logik. Also ich bin gerade nicht wirklich wach genug für solche Logik-Rätsel. Mach doch einfach die Kerze aus! Ist nicht so schwer! Wenn ich die anmache, gehen die anderen beiden aus. Die anmachen. Die anmachen gibt das.
nicht wirklich konfus. Das ist eigentlich recht. Also, das ist halt ein Logikrätsel. Da muss man ein bisschen nachdenken. Wäre mir vermutlich einfacher gefallen, wenn es nicht schon 9:30 wäre und. Aber. Langsam. Ich bin in dem Raum wieder, okay.
Also wieder eine ganze Menge zurück. Aber ja, deswegen. War ja, hat ja auf dem Rückweg, glaube ich, nicht nochmal gespeichert. So. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ja, ist doch. Okay, dann also nicht nur das komische. Ja, das muss ich mal nochmal machen. Wenn ich mir gemerkt hätte, wie ich das gerade gemacht habe.
mal nachdenken. Danke. Ja, tja, hä? Rote Kerze links. Rote Kerze. Kann halt sein, dass du... Kann sein, dass du dein links und dein rechts andersrum ist als meins. Nee, also das, was du da geschrieben hast, verwirrt mich gerade, weil... Nee, das verwirrt mich gerade mehr, als dass es mir hilft, weil... Weil da irgendwie die Kerze, die rote Kerze in der Mitte in deinem Text fehlt, aber gut. Und naja, das ist. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Muss ich selber gerade nur noch mal überlegen. Thank you.
So, und jetzt erstmal. So, erstmal Status gespeichert. So, ist nämlich einmal ein Bubble Medicine. Und dann gehe ich aber nochmal hier in den Raum speichern, damit das alles ordentlich ist. Und diese dumme Kerzenspiel nicht nochmal machen muss. Ja, okay.
Also, der Raum, wo ich gerade herkomme. Großvater Uhr. Nochmal speichern. Kindergeister sind echt die Hölle. Er ist direkt in den Geist reingerannt. Ja, ich glaube, dann lasse ich das einfach jetzt an der Stelle auch sein. Ist ja auch schon 10 Uhr. Dann haben wir nächste Woche was, wo wir weitermachen können. So, dann, ich denke, war es das jetzt auch für diese Woche. Ja, genau, dann kann ich, keine Ahnung, vielleicht übe ich den Geist noch was. Diese schnell bewegenden, sich versteckenden Kind. Ich finde das so. Du brauchst halt immer auch so lange, um dich mit der Kamera, selbst wenn du halt dieses Schnelldrehen benutzt. Ja gut, das Schnelldrehen bewegt dich halt nur in irgendwie, keine Ahnung, 45 Grad Winkeln oder so. Bringt natürlich teilweise auch nichts. Und gerade dieses Feinjustieren braucht teilweise echt ewig. Und dann ist der Geist da entweder schon an dir ran oder ist schon wieder weg oder. Oh. Und dann diese schnellen, sich versteckenden, hin und her jumpenden Kindergeister sind echt, echt, echt fies. Oh. Naja, egal. Aber ich meine, soll ja auch ein kompliziertes, schwieriges
Aber wenn ich mir echt, wie ich das schon immer wieder sage, wenn ich mir vorstellen müsste, ich würde tatsächlich einfach nur mit den normalen Spielständen, mit den normalen Save-States arbeiten müssen, würde ich wahnsinnig wäre. Also, nee, da hätte ich nicht die Motivation und den Ehrgeiz für, um das dann ständig, teilweise immer wieder 20 Minuten Segmente oder sowas zwischen den Speicherständen neu zu spielen und neu zu spielen und irgendwelche Rätsel ständig neu. Oh, das ist. Oh, nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Deswegen, mit Save States und so geht's, aber ohne hätte ich das Spiel nie gespielt. Uff, nee. Man merkt man aber auch, dass das solche Art von Spielen einfach nicht meins ist. Wie ich auch immer wieder sag, wie ich ja eher immer wieder sag. Und naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne gute Nacht. Ich hoffe, ihr könnt schlafen nach dem Horror von dem Spiel jetzt hier. Und vor allem dem Horror, wie ich das Spiel gespielt habe. Meine Spielkünste sind ja eigentlich schon fast der viel größere Horror. Naja, dann, wie gesagt, ich hoffe, euch nächste Woche dann wiederzusehen, wenn ihr dann den Spooktober zu einem Ende bringen. Mal gucken, wie weit ich komme, ob ich die zweite Nacht dann wenigstens noch zum Ende bringe nächste Woche. Ganz durch werde ich das Spiel auf keinen Fall spielen. Wie gesagt, aber ist, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. Nichts für mich eigentlich, aber ich werde es jetzt wenigstens noch eine Woche lang durchziehen. Na dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.